Vielen Dank zum Ersten für die Organisation der Deutschen Bundesbank, um mich auch auf diesem Symposium einzuladen. Und ich möchte mich hier vor allem bei Karl-Ludwig Thiele auch bedanken. Und nicht nur für die Einladung zu diesem Symposium, aber auch für die hervorragende Zusammenarbeit, die wir in der Zentralbank mit dem Team von unter Karl-Ludwig Thieles Anweisung in den letzten Jahren gehabt haben. Und das im, besonders im Bargeldbereich, was ja auch immerhin ein Teil unseres Kerngeschäftes ist. Das ist ein Geschäft, das den Bürgern dient. Das ist wahrscheinlich das Geschäft der Zentralbank, das dem Bürger am nächsten kommt. Und Sie wissen, dass in einem Umfeld, wo Vertrauen so wichtig ist, das Vertrauen der Bürger in seine Zentralbank eine grundlegende Bedingung ist, um auch die Unabhängigkeit der Zentralbank zu bewahren. Sie wissen jedoch alle, dass im Moment auch Bargeld in der Kritik steht. Im vergangenen Jahr haben alleine in einem Jahr 5 Mitgliedstaaten die EZB zu Maßnahmen konsultiert, die Verwendung von Bargeld zu begrenzen. Das ist ein sprunghafter Anstieg der Zahl vergleichbarer Konsultationen mit den Vorjahren. Aus verschiedenen Lagern werden Argumente gegen das Bargeld vorgebracht. Einerseits wird aus dem Lager, das ich vielleicht ein wenig salopp das Recht- und Ordnungslager nenne, angeführt, dass Kriminelle Bargeld benutzen, um ihre verbotenen Aktivitäten zu finanzieren. Aus einer anderen Richtung, von jenen, die Geschäftsmodelle für neue elektronische Zahlungssysteme entwickelt haben, werden Kostengesichtspunkte gegen Bargeld vorgebracht. Und als Zentralbanker müssen wir uns mit diesen Argumenten auseinandersetzen. In den nächsten Minuten möchte ich deshalb folgende Fragen betrachten. Erstens, warum räumt der Vertrag, der europäische Vertrag, Euro-Banknoten den privilegierten Status als gesetzliches Zahlungsmittel ein und nicht anderen Zahlungsmitteln? Kurz, warum gibt es den Status als gesetzliches Zahlungsmittel überhaupt? Und zweitens, welche Rolle spielen EZB und Eurosystem beim Schutz dieses Status? Und welche Auswirkungen hat dies für unsere Tätigkeit im Eurosystem? Euro-Banknoten und nur Euro-Banknoten sind primärrechtlich vom Artikel 128 Absatz 1 des Allgemeinen Europäischen Union-Vertrages als gesetzliches Zahlungsmittel geschützt. Doch was ist genau ein geschütztes Zahlungsmittel oder ein gesetzliches Zahlungsmittel? Hierzu gibt es schon eine europäische Kommissionsempfehlung von 2010. Eine Empfehlung ist nicht verbindlich, aber dennoch ist es wichtig, auf die Kernelemente dieser Empfehlung einzugehen. Erstens, gesetzliches Zahlungsmittel heißt Annahmezwang, soweit nicht vertraglich anders vereinbart. Zweitens, gesetzliches Zahlungsmittel heißt ein gesetzlich anerkanntes Mittel zur Tilgung einer Zahlungsschuld, also mit schuldbefreiender Wirkung. Und drittens, gesetzliches Zahlungsmittel heißt, dass zum Nennwert angenommen wird, das heißt, ohne dass zusätzliche Zahlungsgebühren erhoben werden dürfen, wie dies zum Beispiel bei Kreditkarten der Fall ist. Was genau darüber hinaus inhaltlich aus dem Status als gesetzliches Zahlungsmittel erfolgt,
ist allerdings eine Auslegungsfrage. Der Vertrag und das bindende Sekundärrecht definieren nicht den Inhalt des Legal Tender Status. Die mitgliedstaatlichen Regelungen der 19 Mitgliedstaaten des Euroraums zur Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel, die schon vor der Einführung des Euros existieren, gelten weiterhin fort. Sie bestimmen faktisch im täglichen Zahlungsverkehr die konkrete Ausgestaltung der Effekte des gesetzlichen Zahlungsmittels. Das schließt Beschränkungen der Verwendbarkeit des gesetzlichen Zahlungsmittels durch mitgliedstaatliche Regelungen ein. Solche Beschränkungen können durchaus vom einen zum anderen Mitgliedstaat natürlich variieren, wobei der Status als gesetzliches Zahlungsmittel als solcher, also sozusagen die Natur unserer Banknoten, einschließlich der eben genannten Kernelemente dieses Status gewahrt bleiben muss. Das überwachen wir als Zentralbank. Das ist unsere Aufgabe. Dazu gleich mehr. Warum gibt es den Status als gesetzliches Zahlungsmittel überhaupt? Die entsprechende Norm des Vertrags stellt selbst kein Grundrecht oder ein grundrechtsgleiches Recht dar, jedenfalls nach vorherrschender Ansicht. Es gibt also kein inhärentes Recht auf Bargeld oder Recht auf Bargeldzahlung in allen Fällen. Aber die Einräumung des Status als gesetzliches Zahlungsmittel an Euro-Banknoten im Vertrag und damit auf verfassungsrechtlicher Ebene hat einen Grundrechtsbezug und erfüllt gleichzeitig eine wichtige institutionelle Funktion. Euro-Banknoten existieren also nicht aus sich heraus oder nur um den Zentralbanken Seniorage zur Verfügung zu stellen, sondern aus verfassungsrechtlich geschützten Gründen. Das möchte ich unterstreichen. Bargeld ermöglicht als Transaktionsmedium in vielen Fällen erst die Wahrnehmung vieler anderer Grundrechte. Leben kostet Geld, Geld muss erwirtschaftet werden. Bargeld gewährt Privatsphäre und sichert damit Grundrechte wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die Handlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit ab. Der Bürger kann seine Grundrechte mit Bargeld ausüben, ohne dass der Staat oder Dritte darauf bezogene finanzielle Transaktionen sofort nachverfolgen können. Dieser Aspekt möchte ich besonders im bestehenden Umfeld einmal unterstreichen. Und besonders in Anbetracht der schon erwähnten Kritik, dass die von Bargeld ermögliche Privatsphäre kriminellen Aktivitäten Vorschub leiste. Der Schutz der Privatsphäre sieht vielleicht für verschiedene ein wenig altmodisch aus, ist aber für uns alle sehr wichtig. Privatsphäre schützt den Bürger vor der Gefahr des Überwachungsstaates und vor Meinungsdiktatur. Eine besondere Verknüpfung zwischen Bargeld und kriminellen Aktivitäten hat keiner fertiggebracht, bis heute statistisch festzustellen. Im Fokus muss der Kampf gegen die Kriminalität stehen. Selbstverständlich, das Bargeld darf nicht zum Sündenbock gemacht werden. Erstaunlich dabei ist, dass zum Beispiel alternative Zahlungsmittel wie Virtual Currencies oder Bitcoin besonders geliebt bei Cyberkriminellen
trotz der mit ihnen verbundenen Risiken und Missbrauchmöglichkeiten, die wir täglich nachlesen können, viel weniger im Blick der Kritiker stehen als zum Beispiel Bargeld. Zweitens, Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel ermöglicht Gleichheit und Teilhabe. Die Wertaufbewahrungsfunktion von Bargeld hat einen unmittelbaren Bezug zum Eigentumsgrundrecht. Die leichte Zugänglichkeit von Bargeld, gerade auch für ältere Leute, sozial Schwächere oder Minderjährige, ermöglicht die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie auch beispielsweise bei Kindern das Erlernen des Umgangs mit dem Geld. Gerade sozial Schwache benutzen Bargeld ohne mit Hürden wie bei der Beantragung einer Kreditkarte oder trotz aller Mühen bei der Eröffnung eines Girokontos konfrontiert zu sein. Bargeld funktioniert immer, wenn alternative Zahlungsmittel möglicherweise versagen, zum Beispiel weil der Strom oder das Netz ausfallen, funktioniert unser Zusammenleben mit Bargeld weiter. Das gilt jedenfalls, solange die Geldautomaten funktionieren natürlich. Oder es uns gelingt, etwa in Krisenzeiten unbürokratisch einen Ersatz für diese Infrastruktur zu schaffen. Bargeld erhöht so entscheidend die Resilienz der Gesellschaft und sichert ihre Funktionen gerade in kritischen Phasen ab. Und ich möchte nochmal unterstreichen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir am Anfang die Krise in verschiedenen Krisenländern wie Griechenland oder anderen gemeistert hätten, wenn wir nicht zurück hätten greifen können auf den 500-Euro-Schein. Natürlich, viele Bürger nutzen Bargeld für kleinere Beträge des alltäglichen Bedarfs, aber nicht für größere Beträge. Ein Blick auf die Statistiken zeigt etwa, dass der durchschnittliche Europäer im Monat etwa 1600 Euro zur Verfügung hat. Wenn Sie davon Miete und andere Fixkosten abziehen, wird klar, dass viele Bürger vor allem Bargeld affine Transaktionen durchführen. Natürlich spielen hier die Laufwegekosten, auf Englisch sogenannte Shoe Leather Costs, eine wichtige Rolle bei der Abwägung der Bürger, ob sie Bargeld benutzen oder nicht, so etwa die Entfernung zum nächsten Geldautomaten oder die Akzeptanz von Euro-Bargeld auch über die Grenzen hinweg im Ausland. Bürger, die häufig mit hohen Summen hantieren müssen oder sie aus beruflichen oder privaten Gründen häufig in anderen Währungsräumen aufhalten müssen, finden es eventuell natürlich praktischer, für ihre Zahlungen andere Zahlungsmittel zu gebrauchen, wie zum Beispiel die Karte, ohne erst zur Wechselstube zu müssen oder zum Geldautomaten. Aber das heißt gerade hier in Deutschland noch lange nicht, dass diese Bürger gewillt wären, Bargeld abzuschaffen oder auf ihr Bargeld total zu verzichten. Machen wir einen Unterschied. Welche Rolle spielt jetzt die EZB in diesem Umfeld? Als europäische Institution im Herzen des Eurosystems haben wir eine Rolle für Geldpolitik im Allgemeinen natürlich, aber die Zentralbank, die die Ausgabe von Euro-Banknoten im ganzen Euroraum genehmigt, diese EZB hat auch die Verantwortung und gerade auch den Schutz des Status des Euro-Bargeldes als einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel zu verfolgen. Das schließt die Sicherung der Existenz des Euro-Bargeldes und seiner Verwendbarkeit als gesetzliches Zahlungsmittel mit ein. Diese Aufgabenerfüllung der EZB dient schlussendlich dem Zweck, es den Bürgern zu ermöglichen, mit Euro-Bargeld ihren grundrechtlich geschützten Lebensbereich zu realisieren. Die EZB setzt etwa den Rechtsrahmen zum Schutz des Euro-Bargeldes. Wir regeln, welche Arten von Reproduktionen zulässig sind und schreiten gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken
gegen unzulässige Reproduktionen ein. So schützen wir das Vertrauen der Bürger in das Euro-Bargeld. Klar ist, dass wir auch im Regulierungsbereich stets einen Blick auf die Kosten behalten, damit die Bargeldversorgung auch kostengünstig bleibt. Hier haben wir gegenüber dem Bürger eine Verpflichtung, immer weiter noch ein Stück effizienter zu werden. Wir sichern, dass Bargeld seinen Anwendungsbereich behält und werden aktiv, wenn der Status des gesetzlichen Zahlungsmittels gefährdet ist. Und jetzt komme ich auf den legislativen Bereich zu sprechen. Wir nehmen unsere Schutz- und Wachtfunktion vor allem wahr über EZB-Stellungnahmen zu mitgliedstaatlichen oder Unionsgesetzgebungsvorhaben, die unsere Aufgaben berühren. Denn die EZB muss zu allen solchen Gesetzgebungsvorhaben auf nationaler oder europäischer Ebene gehört werden. Gerade dann, wenn sie zum Beispiel eine begrenzende Wirkung auf den Status der Euro-Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel haben. Bis 2016 war dies eine unspektakuläre Routineaufgabe, die uns nicht viel beschäftigte. Aber trotzdem hatten wir bereits in den ersten Konsultationen eine Doktrin entwickelt, nämlich dass solche beschränkende nationale gesetzgeberische Maßnahmen erstens einen legitimen Zweck verfolgen müssen, den man auch nachvollziehen kann, und zu dessen Erreichung sie verhältnismäßig, zweitens also verhältnismäßig sein müssen, und drittens sie müssen geeignet sein, diese Ziel erforderlich und angemessen müssen sie sein. Geeignetheit bedeutet in diesem Fall, dass die von einem Gesetzgeber anvisierten Maßnahmen ihr Ziel auch tatsächlich erreichen können, dass sie also wirksam und effektiv sind. Auf der Grundlage dieser Doktrin wurden insbesondere zum Beispiel Bekämpfung der Geldwäsche, die Terrorfinanzierung und auch die Steuerhinterziehung als legitime Zwecke von der EZB anerkannt. Wenn man allerdings uns vormacht, dass man Bargeld beschränken will auf Transaktionen, die überhaupt nicht einer Steuerabziehung unterliegen, dann müssen wir natürlich antworten, dass das nicht angemessen und geeignet ist. Das ist uns auch schon vorgekommen. Die von den Mitgliedstaaten geplanten diesbezüglichen verhältnismäßigen Maßnahmen wurden, soweit sie diese Vorgaben erfüllen, nicht kritisiert. Allerdings, es gab verstärkt Anlässe, dass die EZB sich intensiv mit Bargeldbeschränkungen im letzten Jahr zu befassen hatte. Wir haben unsere bisherige Doktrin konsequent angewandt und fortgeschrieben. Wie gesagt, wir haben kritisiert, dass die Verwendungsbeschränkungen für Bargeld bei Transaktionen, die keiner Steuerpflicht unterliegen, nicht geeignet sind, um die Steuerflucht zu vermeiden. Relativ selbstverständlich. Bei allem Respekt für die Einschätzungsprärogative des nationalen Gesetzgebers muss die EZB auf solche Ermessensfehler hinweisen. Auch stellte sich uns als Hintergrund einer Konsultation zu einer sehr niedrigen vorgeschlagenen Bargeldgrenze in einem Land erstmals die folgende Frage. Wird die Eigenschaft einer Banknote als gesetzliches Zahlungsmittel unterlaufen, wenn eine Stückelung, also der Nennwert einer ausgegebenen Banknote, durch eine Bargeldbeschränkung gar nicht mehr für Transaktionen verwendet werden kann? Faktisch käme das der Abschaffung dieser Stückelung gleich. Da haben wir dazu uns geäußert, dass diese Entscheidung über die Stückelung der Euro-Banknoten ausschließlich dem EZB-Rat vorbehalten ist und nicht dem nationalen Gesetzgeber.
Auch eine Entscheidung, bestimmte Banknotennennwerte aufzugeben, kann also nur vom EZB-Rat getroffen werden. Folglich muss ein Anwendungsbereich für alle Stückelungen des gesetzlichen Zahlungsmittels bleiben, sonst würde diese Kompetenz des EZB-Rates unterlaufen. Lassen Sie mich hier einfach zufügen, dass wenn wir auch keine neuen 500-Euro-Scheine mehr ausgeben, das noch immer ein gesetzliches Zahlungsmittel ist und eine Stückelung, die auch entschieden wurde. Generelle, nicht sektorenspezifische Bargeldbeschränkungen, die eine Stückelung von der Verwendbarkeit allgemein ausschließen, dürfen daher nur schwer zu rechtfertigen sein. Ich möchte jetzt Resümee ziehen. Der Vertrag enthält eine Schranke für Bargeldbeschränkungen. Kompliziert ausgedrückt, aber das ist alles, was ich bisher gesagt habe. Indem er den Euro-Banknoten in den vom EZB-Rat beschlossenen Stückelungen die Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel zuweist. Eine weitere Situation, bei der wir einschränken würden, aber erfreulicherweise bis heute noch nicht mussten, wäre die Diskriminierung von Bargeld als gesetzlichem Zahlungsmittel gegenüber privaten Zahlungsalternativen. Das könnte zum Beispiel durch die Erhebung einer Zahlungsgebühr passieren. Und wir würden tatsächlich von einem Land konsultiert, die ein solches vorgehabt haben. Aufgrund unseres Dialoges wurde dann dieses Vorhaben fallen gelassen. Sie erinnern sich, es gehört zum Kernbestand der Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel, dass Banknoten zum Nennwert angenommen werden müssen. Wer schon mal in einem Reisebüro einen Flug gebucht und mit Karte bezahlt hat, weiß um den Unterschied zwischen einem Nennwert und dem, was nachher abgezogen wird von seinem Girokonto. Ich komme zum Ende meiner Ausführungen. Klar ist, gedruckte Euro-Banknoten werden ihren Platz und ihre Rolle für die Gesellschaft als gesetzliches Zahlungsmittel nach meiner Meinung noch sehr lange behalten. Es gibt keine volle gleichwertige Alternative zu öffentlichem Euro-Bargeld. Gute Gründe sprechen für die Ansicht, dass Banknoten natürlich nicht zwingend nur auf Papier gedruckt werden können oder auf Plastik oder auf Baumwolle. Vielleicht können sie auch digital werden, aber es bleiben dann immerhin noch, es bleibt ein Cash. Es bleiben Banknoten. Und die Features und die Charakteristika müssen gleich sein wie mit dem auf Papier gedruckten Bargeld. Deshalb, falls der Bürger es wünschen würde, solches digitales Zentralbank anzufordern, ist es meiner Meinung nach von heutiger Ansicht nur eine Variante des Baren. Aber es bleibt Bares. Alternative Zahlungsmethoden könnten Euro-Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Wir haben auch heute schon privates Geld. Die Banken Einlagenkonten sind privates Geld. Es ist unsere Aufgabe, die Existenz des Euro-Bargeldes weiter abzusichern. Nur so können wir die Schutzfunktion des Euro-Bargeldes für die Grundrechte und die Freiheiten der europäischen Bürger wahren und auch in Krisenfällen immer bereitstehen, alle Funktionen zu erfüllen. Dieser Schutz der Eigenschaft unserer Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel wird weiterhin eine hohe Wachsamkeit von der EZB und auch von den nationalen Zentralbanken verlangen, insbesondere um ungerechtfertigte Beschränkungen abzuwehren und so die Zustimmung zum Euro und seine Existenz zu sichern. Neue gesetzliche Initiativen, etwa auf unionsrechtlicher Ebene,
zur Definition dessen, was die Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel umfasst, wird auf jeden Fall einen umfassenden Dialog der EZB zusammen mit den nationalen Zentralbanken mit ihrem jeweiligen Gesetzgeber beinhalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Mersch, Sie gestatten zwei schnelle Nachfragen. Sicher, sicher. Sie sagten gerade, digitales Zentralbankgeld sei, wenn dann überhaupt, eine Variante des Bargelds und sei Bargeld. So habe ich Sie verstanden. Das ist die einzige Vorstellung, die ich im Moment zur digitalen Frage habe. Was heißt das, wenn jetzt angenommen ein Mitgliedsland der EZB, des Euro, kommt auf die Idee, digitales Zentralbankgeld einführen zu wollen? Fällt das dann im Rahmen des EU-Vertrages unter gesetzliches Zahlungsmittel, wenn es von Ihnen genehmigt würde? Erstens nehmen Sie an, dass es von uns genehmigt würde. Ja, davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Das ist schon eine sehr kühne Annahme. Zweitens möchte ich eine rechtliche Frage, die mir noch nicht sehr klar ist, auch stellen. Wenn man elektronisches Geld ausgibt, das eine andere Funktion hat als das bisher im Vertrag vorgesehene Ausgeben von Banknoten, ja, sind wir dennoch vom Vertrag oder abgedeckt nicht, oder nicht? Ja. Deshalb ist das die Frage, dass wie weit geht das gesetzliche Zahlungsmittel, das im Vertrag sich nur auf Banknoten bezieht. Und deshalb habe ich auch gesagt, kann ich mir nur vorstellen, auf kurzfristige Sicht, auch mittelfristig oder langfristig, dass wenn wir digitales Geld herausgeben, kann es nur einen Abklatsch des bestehenden Geldes sein, eine Mirror Function. Genau. Aber nicht eine neue... Nicht eine komplette Substitution. Wir haben nur den Auftrag, Euro herauszugeben, nicht eine neue Währung. Gut. Zweite schnelle Nachfrage zum 500er, weil da habe ich so ein bisschen zugehört und Sie sagten, es gibt keinen Zusammenhang von Kriminalität und Bargeld, bislang keinen statistisch erwiesenen zumindest. Sie haben den 500er gelobt bei Griechenland. Sie sagen, es ist bei Steuerflucht auch nicht so ganz eindeutig, dass das immer nur mit Bargeld zusammenhängt. Warum hat man ihn denn dann abgeschafft und vielleicht andersrum gefragt, kommt er denn vielleicht nach einer gewissen Überprüfungsphase wieder? Was wir getan haben, ist in dem bestehenden Umfeld von heftiger Kritik, dass wir beschlossen haben, im Rahmen der zweiten Serie von Banknoten, die wir im Gange waren umzusetzen, darauf zu verzichten, den 500er einzubeziehen. Das ist die Entscheidung des Rates und das ist die ganze Entscheidung. Das ist keine Entscheidung für die Zukunft. Die Zukunft wird entschieden wie die dritte Serie. Aber der dritten Serie können wir wieder hoffen. Hoffen, es gibt auch Leute, die hoffen, dass wir ein Euro einführen und andere Leute hoffen, dass wir vielleicht einen Bundeskanzler auf den Euro drücken. Hoffen darf man immer. Vielen Dank. Danke.